Dann darf ich jetzt aufrufen die mündlichen Fragen für die Fragestunde heute in der 91. Plenarsitzung. Ich beginne mit der Frage 662, Herr Abgeordneter Rock. Ich frage die Landesregierung, hat sie mit Staatsministerin Puttrich bezüglich eines Verzichts auf die Einrede der Verjährung bezüglich etwaiger Schadensersatzansprüche des Landes Hessen infolge der rechtswidrigen Stilllegung des Kernkraftwerks Biblis gegen sie gesprochen? Frau Ministerin Hinz, auch Staatssekretärin Trapeser, bitte schön. Danke schön. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, nein, die Frage wurde seitens der Landesregierung ja bereits in der Debatte vom 12. Oktober 2016 beantwortet. Die rechtswidrige Stilllegung des Kernkraftwerks Biblis im März 2011 hat die Bundesrepublik Deutschland zu verantworten. Wie der Finanzminister in der Debatte ausführte, wäre der Anfechtungsprozess der RWE Power AG gegen das Land Hessen vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof aufgrund der materiellen Rechtswidrigkeit der vom Bund vorgegebenen Stilllegungsverfügung auch bei Durchführung einer Anhörung verloren gegangen. Auf den abschließenden Bericht des Untersuchungsausschusses 19.1 des Hessischen Landtags wird nochmals Bezug genommen. Die insoweit erforderlichen Schritte wurden in Zusammenhang mit dem derzeit anhängigen Rechtsstreit, welchen die RWE Power AG gegen das Land Hessen führt, veranlasst. Herr Kollege Schmidt, Zusatzfrage. Augenblick. Daran schuld war, wie Sie ausführen, hat denn dann das Land Hessen gegenüber dem Bund die Kosten, die angefallenen Anwalts- und Prozesskosten in Höhe von 3 Millionen Euro angefordert. Frau Staatssekretärin Trapeser. Herr Abgeordneter Schmidt, das Land Hessen hat mit dem Bund einen Verjährungsverzicht ausgemacht. Und insofern ist das dann eine Frage der späteren Auseinandersetzung. Herr Kollege Gremmel, Zusatzfrage. Dann ist mit Zusatzfragen zu Ende. Entschuldigung, das habe ich aber so nicht hier mehr mitbekommen. Frau Kollegin Beer, darf bitte schön. Gut, danke, Herr Gremmels. Ach so, ja, dann müsst ihr mir Saft geben. Wie hat denn die Landesregierung Vorsorge für den Fall getroffen, dass sie sich mit ihrer Rechtsaufsicht der Bund habe, dies zu verschulden und hafte damit nicht durchsetzt, im Hinblick darauf, dass sie Schaden vom Land abwendet, weil sie eventuelle Schadensersatzforderungen gegenüber Ministerin Puttrich nicht mehr wahrnehmen kann? Frau Staatssekretärin, bitte. Wie gesagt, deswegen wurde der Verjährungsverzicht vereinbart mit dem Bund. Und außerdem gehen wir davon aus, dass unsere Rechtsauffassung richtig ist. Keine weiteren Zusatzfragen, denn nur noch der Fragesteller hätte eine. Ich rufe auf die Frage 664, Frau Abgeordnete Feldmayer. Da ist sie. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Becher-Bonus-Kampagne von Umweltministerin Priska Hinz? Frau Staatssekretärin. Augenblick mal, Frau Kollegin. Wir sind in der Fragestunde, es ist noch keine Debatte. Ich wollte es nur gesagt haben. Lieber Herr Kollege Merz, Sie wissen, wie die Fragestunden laufen. Sie sind nicht erst seit gestern im Parlament. Okay, das Wort hat Frau Staatssekretärin. Bitte, Sie sind frei. Okay. Mit der Becher-Bonus-Initiative sensibilisieren wir seit Frühjahr dieses Jahres erfolgreich für die Problematik des Mülls durch Coffee-to-go-Becher. Zum Stichtag 9. Dezember 2016 nehmen 34 Unternehmen mit mehr als 2.667 Filialen bundesweit an der Initiative teil. Darunter sind auch große bundesweite Ketten wie McDonald's oder die Nordsee, biologische Bäckereiketten wie Kaiser aus Wiesbaden, Siebenkorn aus Mittelhessen und die Bäckereikette Papert aus Osthessen. Eine Übersicht aller Unternehmen, die teilnehmen, ist auf unserer Internetseite einsehbar.
Ziel ist es, die Initiative weiter zu vergrößern, denn Handeln ist wirklich dringend geboten. Nach Schätzungen werden bundesweit derzeit insgesamt ca. 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr verbraucht. Das sind 320.000 Becher pro Stunde. Durch diese Einwegbecher entstehen in jedem Jahr in Deutschland ca. 40.000 Tonnen Müll. Für die Reduzierung dieses Mülls setzen wir uns auch auf Bundesebene ein. Auf Antrag von Hessen und Bayern hin haben die Umweltminister aller Länder auf der Umweltministerkonferenz entschieden, dass die hohe Zahl der Coffee-to-go-Becher verringert werden soll und fordern den Bund auf, geeignete Maßnahmen zu prüfen. Mit dem Becherbonus sind wir in Hessen jetzt schon Vorreiter. Was ist denn heute los? Frage 665, Abgeordneter Eckert. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie die Notfallseelsorgeeinrichtungen in Hessen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, Notfallseelsorge ist die psychosoziale und seelsorgerische Krisenintervention im Auftrag der Kirchen in der Gesellschaft. Sie ist ausgerichtet auf Opfer, Angehörige, Beteiligte und Helfer von Notfällen in der akuten Krisensituation, um sie dort zu beraten und zu unterstützen. Das ist ein verhältnismäßig neues Gebiet kirchlicher Seelsorge. Man kann diese Notfallseelsorge praktisch vergleichen mit Hilfsorganisationen, die auch im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung tätig sind. Allerdings bleibt hier noch der kirchliche Auftrag der Notfallseelsorge durchaus zu beachten. Wir unterscheiden, und dabei muss unterschieden werden, in drei Personengruppen. Einmal Primärgeschädigte, das sind die Unfallopfer, das sind Sekundärgeschädigte, das sind entweder unverletzte Beteiligte, Unfallzeugen oder Angehörige und natürlich auch Helfende. Das heißt, man bedarf auch eines seelsorgerischen Beistands für Angehörige der Rettungsorganisation. Es gibt bisher keine institutionalisierte finanzielle Unterstützung durch die Hessische Landesregierung. Sie ist auch bisher nicht gefordert worden. Aber wir sind im Gespräch, praktische Erleichterungen auch vorzunehmen. Die Fragestellung des Erreichens des Unfallortes, beispielsweise wenn ein Stau ist, ob man die Rettungsgasse benutzen kann, ob man möglicherweise mit Sondersignal in Form, also jetzt Warnblinkanlage, aber nicht unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsordnungswidrigkeit fahren kann. In diesen Gesprächen sind wir, um an dieser Stelle Erleichterungen zu verschaffen. Das ist, auch weil es zum Teil bundesgesetzliche Rahmenvorgaben gibt, nicht sehr einfach umzusetzen. Allerdings ist durch die landesweite Etablierung der Notfallseelsorge, die durch die Kirchen getragen werden, ein Weg beschritten worden, in der Tat den drei geschädigten Gruppen, um es mal im weitesten Sinne zu sagen, Hilfestellungen zu leisten, ausgesprochen wichtig. Wir können an dieser Stelle ausschließlich versuchen, in der praktischen Umsetzung, wenn ich das so sagen kann, Hilfestellungen zu leisten, allerdings nur unter Beachtung der bundesgesetzlichen Vorgaben. Herr Kollege Eckert, Zusatzfrage. Herr Minister, Sie haben insbesondere sozusagen den kirchlichen Bereich angesprochen. Es gibt Notfallseelsorgeorganisationen wie zum Beispiel im Landkreis Limburg-Weilburg, die unabhängig von Kirchengemeinschaften, anderen Rettungsorganisationen und Ähnlichem agieren. Und da wäre die Frage, ist es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, eben entsprechend bei solchen Organisationen eine Unterstützungsleistung seitens des Landes zu organisieren, die nicht in diesen anderen Bereichen mit verankert sind? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, Ihnen ist ja hinlänglich bekannt, dass ich mit dieser Organisation selbst im Gespräch gewesen bin. Im Anschluss an diese Gespräche ist die Einladung in das Ministerium für Soziales und Integration erfolgt, um zu überlegen, wie im Rahmen auch der Rettungsdienstplanungen eine entsprechende Berücksichtigung mit erfolgen kann. Aus diesen Gesprächen heraus ist ja auch der Wunsch oder der Anspruch oder die Frage entstanden, wie man die Erreichbarkeit einer Unfallstelle schneller sicherstellen kann, neben den normalen Rettungsdiensten, die dann eben mit Signallicht an der Stelle schneller an den Unfallstellen sind. Das ist bei uns in der Tat als wichtiges Anliegen anerkannt.
Wir brauchen aber noch die Zustimmung von verschiedenen anderen Bereichen, um das entsprechend umsetzen zu können. Die Wichtigkeit ist hinlänglich bekannt und an der Umsetzung arbeiten wir. Ich rufe auf die Frage 666, Herr Kollege Gremmels. Die Frage ist, was ich jetzt gewonnen habe. Ich frage die Landesregierung. Wie stellt sie sicher, dass die Regierungspräsidien alle derzeit vorliegenden Anträge für Windkraftanlagen nach dem Bundesemissionsschutzgesetz noch in diesem Jahr abschließend bearbeiten können? Frau Staatsrätin Habeser. Sehr geehrter Abgeordneter Gremmels, eine Genehmigung aller vorliegenden Anträge für Windenergieanlagen noch in diesem Jahr ist nicht möglich. Viele der Anträge wurden erst im Laufe des Jahres gestellt und sind noch nicht vollständig. Zu einer Reihe weiterer Anträge liegen neue bzw. zusätzliche Erkenntnisse vor, die im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben erst noch geprüft werden müssen. Ob eine abschließende Prüfung der Unterlagen noch in diesem Jahr erfolgen kann, ist jeweils abhängig vom Einzelfall. Zum Abschluss gebracht werden sollen noch in diesem Jahr alle entscheidungsreifen Anträge. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Gremmels. Wie hoch ist der Anteil der Anträge, die dieses Jahr noch verabschiedet werden sollen, und wie hoch ist der Anteil derer, die erst im nächsten Jahr verabschiedet werden sollen? Frau Staatssekretärin. Also in diesem Jahr sind beim Regierungspräsidium Kassel wahrscheinlich noch 16 Anträge entscheidungsreif, beim Regierungspräsidium Gießen 15 Anträge und beim Regierungspräsidium Darmstadt 16 Anträge. Und eine letzte Entschuldigung. Die Anzahl derjenigen Anträge, die zusätzlich noch vorliegen, habe ich leider im Moment nicht im Kopf. Aber wenn Sie möchten, kann ich das nachreichen. Herr Kollege Gremmel, Zusatzfrage. Ja, zunächst danke, dass Sie das nachliefern wollten. Ich wollte fragen, inwiefern haben Sie denn für diese zusätzliche Belastung im Regierungspräsidium zusätzliches Personal abbestellt, um diese Antragsflut zeitnah bearbeiten zu können? Frau Staatssekretärin. Die Regierungspräsidien haben in eigener Organisation Kräfte gebündelt, um die entsprechenden Anträge abzuarbeiten. Heute stimmt wieder vieles nicht bei diesem Gerät hier. Am besten, wir entsorgen es gleich. Ja, pass auf, manchmal gehen auch Abgeordnete mit dabei über die Wupper. Machen wir nicht. Nein. Herr Gremmels wollte wissen, was er bei der Ziffer 666 bekommt. Ich trinke einen Kaffee mit Ihnen. Machen wir okay, alles klar. Gut. 667, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wie gedenkt sie nach dem Auslaufen des Bund-Länder-Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen, die Weiterförderung der wissenschaftlichen Weiterbildung durch die Landesregierung zu gestalten? Herr Staatsminister Rhein. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Degen, das Ziel des Bund-Länder-Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen war bzw. ist die Entwicklung, Erprobung und auch Begleitung der nachhaltigen Implementierung hochschulischer Konzepte für berufsbegleitendes Studieren und lebenslanges wissenschaftliches Lernen, besonders für Berufstätige, für Personen mit Familienpflichten und für Berufsrückkehrer und Berückkehrerinnen. Außerdem soll eine engere Verzahnung von beruflicher und akademischer Bildung erreicht und neues Wissen schnell in die Praxis integriert werden. Die Aktivitäten, die einzelnen Aktivitäten der geförderten Projektkonzepte werden wissenschaftlich begleitet. Und darüber hinaus gibt es zur Bewertung der Wirksamkeit des Förderprogramms und der Projekte eine Evaluierung. Und ich glaube, es ist klug, diese abzuwarten und dann daraus Schlüsse zu ziehen. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Staatsminister, wann ist denn mit der Vorlage der Evaluierung zu rechnen? Herr Wirtschaftsminister. Na ja, es macht ja nur Sinn, diese Evaluierung abgeschlossen zu haben vor dem Ende des Programms. Und das Ende des Programms ist in 2020. Und insoweit werden wir dann zu beurteilen haben, wie gesagt, wie die Ergebnisse zu bewerten sind. Aber ich gehe davon aus, dass vor 2020 nicht nur ein Abschluss da ist, sondern wir auch eine Entscheidung dann entsprechend getroffen haben werden. Danke schön. Frage 668, Herr Abgeordneter Rentsch.
Ich frage die Landesregierung, aus welchen Gründen findet im Rahmen der Extremismusprävention des Landes bislang keine Zusammenarbeit des Innenministeriums mit den Einrichtungen Exit Deutschland und Hayat Deutschland statt? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, Exit Deutschland und Hayat Deutschland befinden sich in der Trägerschaft der ZDK-Gesellschaft Demokratische Kultur GmbH. Eine Zusammenarbeit mit diesen beiden Einrichtungen findet im Rahmen der Extremismusprävention des Landes nicht statt, da die Aufgaben in Hessen durch andere Akteure abgedeckt werden. Im Einzelnen möchte ich dies wie folgt ausführen. Exit Deutschland ist eine Initiative, die Menschen hilft, die mit Rechtsextremismus brechen und sich ein neues Leben aufbauen wollen. In Hessen wird die Beratung und Unterstützung beim Ausstieg aus der rechten Szene seit 2003 durch das Informations- und Kompetenzzentrum Ausstiegshilfen Rechtsextremismus, kurz ICARUS, mit Erfolg wahrgenommen. Dieses ist beim Hessischen Landeskriminalamt angebunden und landesweit tätig. ICARUS ist mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren in Hessen gut vernetzt, beispielsweise mit dem Beratungsnetzwerk Hessen oder dem Programm Rote Linie Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg, welches landesweit im Bereich der primären und sekundären Prävention von Rechtsextremismus tätig ist. Eine Förderung erfolgt aus Landesmitteln. Hayat Deutschland ist eine Beratungsstelle für Personen und Angehörige von Personen, die sich salafistisch radikalisieren oder sich dem militanten Dschihadismus anschließen und gegebenenfalls in Konfliktregionen ausreisen. Hayat ist auch eine Anlaufstelle für Personen, die mit dem militanten Dschihadismus brechen und gewalttätige Gruppen verlassen wollen. In Hessen wird die Beratung von Radikalisierten und Gefährdeten sowie ihren Angehörigen seit 2014 durch die Beratungsstelle Hessen Religiöse Toleranz statt Extremismus. Träger ist der Verein Violence Prevention Network, landesweit abgedeckt. Die Beratungsstelle unterstützt auch beim Ausstieg aus dem militanten Salafismus bzw. Islamismus. Eine Förderung erfolgt ebenfalls aus Landesmitteln. Die bundesweite Initiative Deutschland, Land der Ideen, kürte die Beratungsstelle im Juni 2016 als eines der 100 besten Projekte des Jahres 2016 zum ausgezeichneten Ort. Ich rufe auf die Frage 669, Frau Abgeordnete Hartmann. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten bestehen für Auszubildende, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, ausbildungsbegleitenden Sprachunterricht zu erhalten, um nicht an der Sprachbarriere im Berufsschulunterricht zu scheitern? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Hartmann, da gibt es zunächst Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit bietet mit den sogenannten ausbildungsbegleitenden Hilfen seit vielen Jahren ein bewährtes Instrumentarium an, um Auszubildende trotz unterschiedlichster fachlicher, persönlicher und eben auch sprachlicher Probleme zum Ausbildungserfolg zu führen. Maßnahmen finden in kleinen Lerngruppen statt und werden individuell abgestimmt. Hierzu gehören auch unterstützende Maßnahmen im sprachlichen Bereich. Die hessischen Berufsschulen selbst sind erfahren in der Beschulung heterogener Lerngruppen und der Konzeption, Organisation und Durchführung von Förder- und Kompensationsangeboten. Mit einer Lehrerzuweisung von 14,3 Stunden für den nominal nur 12-stündigen Berufsschulunterricht und der 104- bzw. 105-prozentigen Lehrerzuweisung sind auch hier die notwendigen Ressourcen vorhanden, damit zusätzliche Stütz- und Fördermaßnahmen im sprachlichen Bereich angeboten werden können. Darüber hinaus stehen in beruflichen Schulen über den Sozialindex weitere Ressourcen zur Verfügung, die ebenfalls für sprachfördernde Maßnahmen eingesetzt werden können. Weiterhin bietet das Programm Wirtschaft integriert des Hessischen Wirtschaftsministeriums aktuell für alle Jugendlichen und Erwachsenen mit Sprachförderbedarf, die jünger als 27 Jahre sind, Unterstützung in der dualen Ausbildung, insbesondere im Hinblick auf die Förderung bzw. Verbesserung der Deutschkenntnisse. Somit besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits ein breites Angebot unterschiedlicher Unterstützungsmaßnahmen zum Ausgleich sprachlicher Defizite. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Wie werden die unterschiedlichen Möglichkeiten von ausbildungsbegleitenden Hilfen an den Berufsschulen kommuniziert? Und wie erklärt es sich, dass es Berufsschulen gibt, die Drittmittel von der evangelischen Kirche in Anspruch nehmen mussten, um solche Kurse zu finanzieren? Herr Kultusminister.
Frau Abgeordnete Hartmann, die Berufsschulen kennen diese anderen Programme, weil sie ja mit der Bundesagentur für Arbeit eng zusammenarbeiten. Das Programm Wirtschaft integriert ist auch entsprechend breitflächig kommuniziert worden. Ich habe natürlich damit jetzt auch nur die Hilfen von staatlicher Seite aufgezählt. Wenn darüber hinaus auch nichtstaatliche Institutionen wie etwa die Kirchen sich dort engagieren, halte ich es grundsätzlich für eine gute Idee, wenn die Berufsschulen sich natürlich auch dieser Hilfestellungen zusätzlich bedienen. Ich rufe auf die Frage 671, Frau Abgeordnete Gnadl. Ich frage die Landesregierung, ist die Verwaltungsvorschrift zum Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, die die Erstattung der Kinderbetreuungskosten bei Fortbildungsveranstaltungen regelt, mittlerweile an die aktuelle gesetzliche Regelung angepasst? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, ja. Zusatzfrage, Frau Gnadl. Wie und in welcher Form ist sie angepasst? Können Sie etwas über die Höhe des Stundensatzes sagen? Herr Sozialminister. Die Anpassung erfolgte 15 oder 16 Tage bevor Einreichung Ihrer Frage. Die Neuregelung gemäß § 12 Absatz 4 Hessisches Gleichstellungsgesetz ist durch das Hessische Ministerium für Innern und Sport vollzogen worden. Die Höhe der neuen Erstattungssätze wurde gemäß dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes neu und verbindlich rückwirkend zum 1. Januar 2016 festgelegt. Die Veröffentlichung des neuen Antragsformulars erfolgte im Mitarbeiterportal des Landes Hessen am 25. Oktober 2016. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hoffmann. Herr Minister, stellen Sie uns diese Verwaltungsvorschrift zur Verfügung? Selbstverständlich. Sie können sie natürlich auch abrufen, wenn Sie Zugang zum Mitarbeiterportal haben. Ansonsten stelle ich sie Ihnen gerne zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 672, Herr Abgeordneter Reul. Regierung. Wie unterstützt Sie die Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderung in Gedern der Lebenshilfe Wetterau? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, die Landesregierung hat den Neubau und die Ausstattung der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderung in Gedern des Trägers Lebenshilfe Wetterau mit einer Fördersumme in Höhe von 635.500 Euro bei Gesamtkosten in Höhe von ca. 3,27 Millionen Euro investiv gefördert. Gefördert wurden die Wohneinrichtung, die angegliederten Räumlichkeiten zur Gestaltung des Tages und die Ausstattung. Die Grundsteinlegung für das Projekt fand am 9. November 2015 statt. Der Einzug ist für das zweite Quartal 2017 geplant. Mit der Wohneinrichtung wird in Hessen ein spezielles Wohnkonzept für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, hier insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit oder einer Mehrfachbehinderung, umgesetzt. Für diesen Personenkreis sind ca. 50% der geplanten Plätze vorgesehen. Die Wohneinrichtung ist in zentraler Lage in Gedern, das heißt mitten im Leben geplant. Damit wird auch die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf am Leben in der Kommune ermöglicht. In der geplanten Wohneinrichtung in Gedern werden barrierefreie Wohnplätze für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung zur Verfügung gestellt. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner steht ein Einzelzimmer zur Verfügung. Nahezu alle Zimmer haben einen eigenen stadtsanitären Bereich. Damit werden in der Wohneinrichtung moderne Wohnstandards für Menschen mit Behinderung umgesetzt. Gerade der Schutz der Privatsphäre und die Selbstbestimmung über das eigene Zimmer, auch im Sinne der UNBRK, kann in der Einrichtung gelebt und umgesetzt werden. Hervorzuheben ist die Raum- und die Farbgestaltung sowie das Lichtkonzept in der Wohneinrichtung. Dieses wurde speziell für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit konzipiert. Das macht diese Einrichtung in der Tat besonders. Das liegt auch daran, dass der Träger, nämlich die Lebenshilfe Wetterau e.V., sich unter anderem auf die Betreuung von Menschen mit Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf, gerade aufgrund von einer Mehrfachbehinderung oder einer Sehbehinderung, spezialisiert
und gezielt Wohneinrichtungen für diesen Personenkreis inmitten einer Kommune plant, um eine den heutigen Bedarfen angepasste Wohn- und Betreuungssituation für Menschen mit Behinderungen mit diesen speziellen Bedarfen in Wohneinrichtungen zu bereichern und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Frage 673, Herr Abgeordneter Reul. Frage die Landesregierung. Wie fördert sie den Verein Werkstätten für Behinderte Rhein-Main in Rüsselsheim? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, man merkt Ihre Tätigkeit in der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes, wenn man diese persönliche Bemerkung gestattet ist, weil an dieser Stelle ja sehr viele Komplementärförderungen auch vorgenommen werden. Die Landesregierung unterstützt den Verein, indem sie 2016 die geplanten baulichen Maßnahmen des Trägers zum Schutz der Intimsphäre und zur Herstellung von Barrierefreiheit in der im Jahre 1974 eröffneten, aber letztmalig im Jahre 1994 modernisierten Werkstatt für Behinderte in Rüsselsheim investiv mit einer Zuwendung in Höhe von 213.000 Euro. Das sind ca. 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben fördert. Außerdem wurde 2014 ein weiteres Projekt des Trägers, der Erweiterungsbau und Anbau inklusive der Ausstattung sowie die Modernisierung der in Klammern Zweig, Werkstatt für behinderte Menschen in Biebesheim, nämlich bauliche Maßnahme zur Schaffung von 40 Werkstattplätzen und in der Zweigwirtschaft Biebesheim mit einem Zuschuss in Höhe von 540.000 Euro investiv gefördert. Die im Folgenden wird sich ausschließlich auf die aktuelle Förderung bezogen. Hierbei plant der Träger unter anderem den Umbau und die Modernisierung des Sanitärbereiches in der Werkstatt, da dieser aus verschiedenen Gründen nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Nächste Frage, Herr 674, Herr Dr. Bartelt. Frage die Landesregierung. Wie unterstützt sie den Neubau des Klinikums Frankfurt-Höchst? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, der Neubau des Klinikums Frankfurt-Höchst wurde mit Bewilligungsbescheid vom 11.11.2015 mit 54.700.000 Euro gefördert. Dieses ist eine der größten Einzelinvestitionsförderungen des Landes Hessen. Frage 675, Frau Abgeordnete Klaff-Isselmann. Ich frage die Landesregierung, wer kann mit der Pflegemedaille des Landes Hessen ausgezeichnet werden? Herr Sozialminister. Mit der Pflegemedaille des Landes Hessen, eine vom hessischen Ministerpräsidenten gestifteten Auszeichnung, wird auf den Einsatz pflegender Angehöriger aufmerksam gemacht. Es können Personen in Hessen ausgezeichnet werden. Naja, so klar ist es nicht. Man könnte ja auch beispielsweise besondere Maßnahmen in stationären Einrichtungen oder durch ambulante Pflegedienste hervorheben. Hier ist im Mittelpunkt der pflegende Angehörige, die eine ganz besondere Leistung erbringen. Es können Personen in Hessen ausgezeichnet werden, die einem pflegebedürftigen, kranken oder behinderten Menschen, der ihnen nahesteht, unentgeltlich im häuslichen Bereich über einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 5 Jahren gepflegt, versorgt und betreut haben. Die zu Ehrenden haben sich große persönliche Verdienste erworben und einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Leistungen der Pflege, Versicherung oder ein geringfügiges Entgelt schließen diese Ehrung nicht aus. Zusatzfrage, Herr Kollege Rentsch. Herr Staatsminister, gibt es diese Kriterien schriftlich? Und wenn ja, warum liegen sie der Kollegin Isselmann nicht vor? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, das ist genauso mit Verwaltungsvorschriften, die jedem zugänglich sind. Zusatzfrage, Frau Kollegin Dr. Sommer. Herr Kollege Gremmels, Frau Sommer, bitte. Drücken Sie mal. Augenblick. Bitte schön, Frau Dr. Sommer. Vielen Dank. Herr Minister Grüttner,
Meinen Sie nicht auch, dass pflegende Angehörige oder Pflegepersonen, die sich ihre Zeit nehmen, aufwenden, mehr brauchen als nur eine Pflegemedaille? Und wenn, was könnten Sie sich vorstellen? Wären es vielleicht eine Rahmenvereinbarung des Landes Hessen, die ermöglicht, dass endlich Entlastungs- und Betreuungsleistungen auch in Hessen für alle zugänglich sind und so auch Angehörige, Pflegende? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, durch die Pflegestärkungsgesetze, die in dieser, die in der Legislaturperiode des Bundes auf den Weg gebracht worden sind, an dieser Stelle ein großes Kompliment an den Bundesgesundheitsminister Gröhr, der diese Gesetze auf den Weg gebracht hat, sind die unterstützenden und entlastenden Dienste natürlich normiert worden. Wir warten jetzt auf, wie Sie wissen, aufgrund der Fortbildungsveranstaltung des VDKs, die Sie auch besucht haben, auf die entsprechenden Ausführungserlasse des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung, um weitere Träger von entlastenden Diensten auch zulassen zu können. Das ist eine Regelleistung. Das ist das Erste. Das Zweite, in der Regel, und ich glaube, wenn Sie oder denke, wenn Sie eine Veranstaltung mal im Biebricher Schloss besucht haben bei der Verleihung der Pflegemedaille, sind die Fragestellungen des persönlichen Einsatzes der Personen, die dort ausgezeichnet werden, nicht welche, die mit unterstützenden Leistungen oder Geldleistungen oder irgendetwas gewürdigt werden sollen, sondern in den Mittelpunkt werden gestellt aufopfervolle Tätigkeiten von Angehörigen gegenüber ihren zu pflegenden Verwandten, seien es Kinder, seien es Ehepartner oder seien es andere. Und ich sage sehr deutlich, mich berührt in jedem Jahr, wenn ich dieses sehe, die außergewöhnlichen Leistungen, die dort vorgenommen werden, wenn zum Teil schon hochbetagte Mütter und Väter seit mehreren Jahrzehnten ihre pflegebedürftigen Kinder ohne jegliche Unterstützung von anderen Stellen, die sie notwendigerweise haben können, pflegen und sich aufopfern, um diesen Kindern beispielsweise ein würdiges Leben zu ermöglichen, eine weitestgehende Teilhabe an der Gesellschaft. Und wenn Sie die Rückmeldungen der zu Ehrenden bekommen, und die stelle ich Ihnen gerne mal in Auszügen auch zur Verfügung, dann ist es eben mehr als nur Geld, mehr als nur die Fragestellung von Pflegediensten. Da ist es ein großes Stück an Empathie, an Zuneigung und an Zuwendung, die diese Menschen brauchen. Und genau dieses wird mit der Pflegemedaille erreicht. Und ich würde es schade finden, wenn sie materialisiert werden würde. Ich habe, geht da nicht mehr, geht auch nicht mehr. 677, Frau Abgeordnete Arnold. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie die Jugendbildungsstätte Thomas-Morus-Haus in Hilders? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Thomas-Morus-Haus in Hilders ist eine Landeszuwendung in Höhe von 470.000 Euro ausgesprochen worden. Frage 678, Frau Abgeordnete Arnold. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie den Freiwilligendienst aller Generationen in Hessen? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, an vier Standorten, nämlich in Marburg, in Fulda, in Dreieich und in Kassel, wird das ehemalige Bundesprogramm Freiwilligendienst aller Generationen in Hessen erfolgreich fortgeführt. Die Beratungen zum Aufbau eines solchen Freiwilligendienstes werden von den Trägern Volunta, GmbH, Freiwilligenzentrum Marburg, Landkreis Fulda und Diakonisches Werk Offenbach-Dreieich in Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen durchgeführt. Beim Freiwilligenzentrum Marburg ist auch die Koordinierungsstelle angesiedelt. Der Freiwilligendienst aller Generationen wird in Hessen zurzeit mit jährlich 80.000 Euro gefördert. Frage 679, Frau Abgeordnete Wiesmann. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie Einrichtungen bei der Weiterentwicklung zum Familienzentrum? Herr Sozialminister Grüttner. Meine sehr verehrte Frau Abgeordnete, wir
haben ja die Fragestellung der Förderung von Familienzentren sehr intensiv diskutiert unter dem Gesichtspunkt, machen wir einige Modellprojekte, die wir sehr großzügig finanziell fördern, oder versuchen wir, Familienzentren in der Fläche zu etablieren. Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, was letztendlich dazu führt, dass weit über 100 Familienzentren zurzeit in Hessen ihre Arbeit vornehmen. Die Antragstellungen liegen nach wie vor oder kommen nach wie vor in vielfältiger Weise zu uns, und manche Einrichtungen erfüllen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Kriterien eines Familienzentrums, die eben die Frage der Generationenübergreifung, die Fragestellung von Beratungsangeboten und anderes mit vornimmt. Deswegen unterstützen wir diese Einrichtungen, die jetzt einen Antrag gestellt haben, aber noch nicht die Kriterien erfüllen, bereits seit 2011, praktisch mit Einführung der Förderung der Familienzentren, durch eine breitende Palette von Maßnahmen. Das zeigt sich dann auch in der stetig ansteigenden Zahl von geförderten Familienzentren. Seit dem Start im Jahr 2011 mit geförderten 46 Familienzentren, jetzt kommt die Zahl, können wir mittlerweile eine Ausweitung auf aktuell 130 Familienzentren verzeichnen. Diejenigen, die einen Antrag gestellt haben und zurzeit noch nicht die Kriterien erfüllen, bekommen eine finanzielle Unterstützung, um mit externer Hilfe eben weitere Maßnahmen entwickeln zu können, die sie berechtigen, nachher auch durch Erfüllung aller Kriterien in die Förderung als Familienzentrum anerkannt zu werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, nachdem Sie jetzt 7- oder 8-mal praktisch gleichlautende Fragen beantwortet haben, sind Sie nicht auch verwundert darüber, wie wenig die Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion von uns, von ihrer segensreichen Tätigkeit mitbekommen? Und sind Sie nicht besonders, wie ich, besonders verwundert darüber, dass die doch überaus sachkundige Kollegin Wiesmann nach gefühlten 15 Debatten zum Thema Familienzentrum immer noch glaubt, Sie zur Förderung von Familienzentren fragen zu müssen? Herr Sozialminister. Abgeordneter der Landesregierung, steht es erstens nicht zu, Fragen von Abgeordneten zu werten. Das würde insbesondere bei Fragen der Oppositionsabgeordneten zu längerwierigen Debatten führen. Das Zweite ist, tue Gutes und rede viel darüber. Ich finde, das ist ein Ansatz, der durchaus sinnvoll ist, und vor dem Hintergrund sind diese Fragen auch mehr als berechtigt. Ich rufe auf die Frage 680, Herr Abgeordneter. Okay, Herr Kollege Rentsch. Noch einmal zu Frage 679 eine Nachfrage. Bitte schön. Dass es noch gesehen wurde. Herr Staatsminister, Sie haben gerade gesagt, das würde bei den Oppositionskollegen zu wichtigen und schwierigen Debatten führen. Haben Sie das Gefühl, dass die Regierungsfraktionen ihrer Kontrollfunktion, die dem Parlament obliegt, nicht richtig nachkommen? Herr Minister. Herr Abgeordneter, in den paar Jahren meiner Tätigkeit als Mitglied von der Landesregierung habe ich festgestellt, dass die Kontrolltätigkeit von Abgeordneten der Regierungsfraktionen deutlich stärker sind als die von Oppositionsabgeordneten. Meine Damen und Herren, darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Wie gesagt, Fragestunde ist Fragestunde. Ich wiederhole mich. 680, Herr Kollege Warnecke, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, ich darf die Landesregierung fragen, wird sie für deren Backhäuser, die ihres Backofens verlustig gehen und von denen nur minimalste Bausubstanz erhalten bleibt, wie beispielsweise im Bad Hersfelder Ortsteil Asbach, für rund 82.000 € finanziell fördern? Frau Staatssekretärin Tapeser.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, im Rahmen der hessischen Dorfentwicklung werden unter anderem auch Backhäuser, insbesondere denkmalgeschützte Backhäuser, als maßgeblicher Beitrag zur nachhaltigen Sicherung des kulturellen Erbes gefördert. Wegen der städtebaulichen Bedeutung kann ein einzelnes Backhaus unter Umständen auch dann gefördert werden, wenn mangels Backofen die ursprüngliche Nutzung nicht mehr möglich ist, aber die Folgenutzung zum Beispiel durch Vereine oder bürgerschaftliche Initiativen gesichert ist. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Liebe Frau Staatssekretärin, Ihnen ist aber schon bewusst, dass es sich bei diesem Backhaus perspektivisch um einen Geräteschuppen handelt. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, das denkmalgeschützte Backhaus in Asbach ist in 2015 auf Antrag der Stadt Bad Hersfeld saniert worden. In diesem Zusammenhang wurde auch im Umfeld eine entsprechende Freifläche gestaltet und die Fördersumme ist insbesondere auch nicht 82.000, sondern nur 32.000 Euro gewesen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Um das Missverständnis vorweg auszuräumen, es ist die Gesamtsumme, die verausgabt wird für dieses Backhaus. Insofern gebe ich Ihnen recht, es handelt sich um 37.000 Euro. Ich wollte ja auch nur deutlich machen. Aber Frau Staatssekretärin, am Ende werden einige wenige Balken in diesem Backhaus erhalten. Und ansonsten ist die gesamte Bausubstanz insgesamt, also stimmen Sie mit mir überein, dass der Erhalt von einigen wenigen Balken und die Neufundamentierung, die Neuausfachung, ein neues Dach und dann tatsächlich außer vielleicht einem Ensemble-Gedanken nicht mehr unter den denkmalpflegerischen Aspekt fällt, zu sagen, dass wir ein Backhaus erhalten haben, sondern eigentlich ein neues gebaut haben. Die Denkmalpflege hat entschieden, dass das Backhaus in Asbach entsprechend förderungswürdig ist und erhalten bleiben soll. Und insofern ist diese Entscheidung so getroffen, weil das Backhaus wurde unter den Gesichtspunkten Erhaltung des Bau- und kulturgeschichtlichen Erbes sowie Erhaltung des individuellen Charakters des Stadtteils Asbach gefördert. Und das ist die Grundlage für die Förderung gewesen. Frage 681, Herr Abgeordneter Tippi. Wo bist du? Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie fördert sie die Ausbildung in den Altenpflegeberufen? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, die Fachkräftesicherung in den Pflegeberufen ist wie auch in allen anderen Bereichen erst einmal Primäraufgabe von Arbeitgebern. Mitverantwortung tragen dabei die Arbeitsverwaltung und die Jobcenter sowie auch das Land Hessen, das durch die Finanzierung der staatlich anerkannten Altenpflegeschulen die Schulgeldfreiheit für die grundständigen Ausbildungen in den Altenpflegeberufen sicherstellt. Auch im nächsten Jahr sind im Haushalt für die Gewährleistung der Schulgeldfreiheit ausreichende Mittel eingeplant. Die Hessische Landesregierung hat als Beitrag zur Fachkräftesicherung 2012 die Obergrenze landesfinanzierter Schulplätze in der Altenpflege aufgehoben und die Pauschale der Pflegeausbildung, der Helferausbildung angehoben. Zum 01.01.2016 wurden die Schulgeldpauschalen insgesamt noch einmal erhöht. Mit einer demnächst vorzunehmenden Änderungsverordnung wird eine weitere Erhöhung der Schulgeldpauschalen auch für laufende Kurse mit Beginn im Jahre 2013 bis 2015 für den Beschulungszeitraum ab 01.01.2016 bis zum jeweiligen Ende der Kurse nachträglich vorgenommen werden. Die Hessische Landesregierung setzt sich darüber hinaus seit Jahren für die Ausbildung ein, auch indem sie sich an der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege beteiligt. Durch die gemeinsamen Anstrengungen aller Ausbildungspartner konnte die Zahl der Auszubildenden in den Altenpflegeberufen kontinuierlich gesteigert werden und hat im Schuljahr 2015/2016 einen historischen Höchststand von 5.256 Auszubildenden in den Altenpflegeberufen erreicht. Zusätzlich hat die Landesregierung mehrere Modellprojekte zur Gewinnung neuer Zielgruppen für die Ausbildung erfolgreich durchgeführt. Als Beispiel möchte ich hier stellvertretend für das Engagement der Landesregierung, der Arbeitgeber und der Bildungsträger einige Projekte zur Nachqualifizierung in der Pflege langjährig tätiger angelernter Pflegehilfskräfte anführen. Das ist einmal die arbeitsmarktintegrierte Qualifikation in der Altenpflege des Frankfurter Verbandes,
Das ist aufwärts in der Altenpflege des Caritasverbandes Limburg. Mit solchen Projektansätzen konnten langjährig in der Pflege erfahrene Personen nicht nur an das Berufsfeld gebunden werden, sondern auch neue individuelle Aufstiegsoptionen, insbesondere für Frauen sowie für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund, geschaffen werden. Gerade im Hinblick für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund sei erwähnt, dass in diesem Jahr der Hessische Integrationspreis an eine Initiative auch verliehen worden ist, die sich an Migranten richtet und sich speziell fit für die Pflege, für die Altenpflege machen will und dafür gewinnen will. Insofern werden vielfältige Maßnahmen unternommen, um sowohl auf der einen Seite den Fachkräftebedarf zu decken, auf der anderen Seite aber auch kultursensiblen Anforderungen Rechnung zu tragen. Wir sind im Übrigen das einzige Land, das einen Pflegemonitor zur Verfügung stellt und damit sehr transparent auch verdeutlichen, an welchen Stellen Bedarfe für Pflegeberufe bestehen. Das ist nicht selbstverständlich, das gibt es in keinem anderen Bundesland. Aber es zeigt an dieser Stelle, dass wir auch transparent mit Informationen dergestalt umgehen, wo möglicherweise Mangel besteht, und wir uns gleichzeitig mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, durchaus im Kontext auch und im Vergleich mit anderen Bundesländern mehr als sehen können. Insbesondere sei da noch mal auf den historischen Höchststand der Auszubildenden für Altenpflegeberufe in diesem Jahr hingewiesen. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Herr Grüttner, Sie sprachen von auszureichenden Mitteln. Kann ich das denn so verstehen, dass die Inflationsrate, die zunächst nur für Auszubildenden von den neuen Kursen erhoben wurde, jetzt auch für alle anderen Auszubildenden, die schon zuvor in Ausbildung waren, geltend gemacht werden kann? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete, ich wiederhole das, was ich eben in meiner Antwort gesagt habe, und sage es noch einmal deutlich, dass die Altenpflege durch die nächste Änderungsverordnung eine Erhöhung der Schulgeldpauschale auch für laufende Kosten Beginn 2013 bis 2015 für den Beschulungszeitraum ab 01.01.2016 bis zum Ende der jeweiligen Kurse nachträglich vorgenommen werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Ist an. Jetzt, Herr Staatsminister Grüttner, welche Auswirkungen erwarten Sie denn durch die Neuregelung der Pflegeberufe mit Blick auf die von Ihnen genannten Zahlen? Werden die Altenpflegeberufe weiterhin attraktiv bleiben? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Warnecke, ich bin ein Befürworter der generalisierten Ausbildung in der Pflege. Ich bedauere ausdrücklich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gelungen ist, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für den vorgelegten Gesetzesentwurf und vom Kabinett beschlossenen Gesetzesentwurf zu bekommen. Die Diskussionen, die dazu führen, dass dieses Gesetz bisher noch nicht durch den Bundestag beschlossen worden sind, bewegen sich ja auch in der Fragestellung, ob zukünftig die Anforderungen für die Altenpflege so hoch sind, dass weniger Personen diesen Ausbildungsgang sehen. Diese Gefahr sehe ich nicht. Wir werden für Personen aller Bildungsabschlüsse die Zugänge zu dieser Pflegeausbildung ermöglichen. Auch für diejenigen, bei denen momentan eine Diskussion ist, ob sie möglicherweise eine Benachteiligung haben. Das wird nicht der Fall sein, auch durch die entsprechenden Ausbildungsinhalte. Und die Intention der generalisierten Pflegeausbildung ist es ja gerade, auf der einen Seite durch die Verbreiterung von Einsatzmöglichkeiten, zum anderen aber auch durch das Schaffen von Aufstiegsmöglichkeiten, diesen Beruf sehr viel attraktiver noch zu machen, als er zum Zeitpunkt schon ist. Deswegen erwarte ich mir durch die generalisierte Pflegeausbildung eher einen Schub als eine Benachteiligung. Ich rufe auf die Frage 682, Herr Abgeordneter Gremmels. Ich frage die Landesregierung, wie sieht der Zeitplan für die Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans aus? Herr Staatsminister Al-Wazir.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels, der Kabinettbeschluss über die Anhörung und Offenlegung des Entwurfs für einen Landesentwicklungsplan kann erst nach Klärung noch offener inhaltlicher und rechtlicher Fragen in 2017 erfolgen. Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Was sind die Gründe dafür, dass der ursprüngliche Plan, den Sie auch schon beim Ausschuss präsentiert haben, auch in diesem Jahr schon mit dem Kabinettsbeschluss vorzulegen, nicht eingehalten werden konnte? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Ausschuss etwas präsentiert habe. Ich kann mich erinnern, dass Sie mal eine Frage dazu gestellt haben. Ich habe ja gesagt, es sind noch offene inhaltliche und rechtliche Fragen zu klären. Sie wissen, dass in den letzten Jahren ja verstärkt auch der kommunale Finanzausgleich sich auf Einstufungen der Zentralörtlichkeit oder der Raumstruktur im Landesentwicklungsplan gestützt hat. Das sind sicherlich Veränderungen sozusagen der Struktur der Verteilung der Gelder des kommunalen Finanzausgleiches, die mit dazu beigetragen haben, dass es große Wünsche gibt, entweder das eine oder das andere zu sein. Und wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Entscheidungen auf einer guten Grundlage treffen, die am Ende im Zweifelsfall auch gerichtsfest ist. Und zweite Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Welche inhaltlichen und rechtlichen Fragen sind denn neben den eben von Ihnen angesprochenen KFA noch offen und müssen geprüft werden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Es ist nicht der KFA, das haben Sie falsch verstanden, sondern es geht um die Frage, ob die Einstufung der Zentralörtlichkeit, sozusagen, die ja entsprechende Folgen im KFA hat, auf den richtigen Gesundheit, auf den richtigen Parametern beruht. Das ist der eine Punkt. Dann geht es natürlich auch sozusagen um die Punkte, die mit zusammenhängen. Sie wissen, dass wir einen Vorschlag gemacht haben für eine Lärmobergrenze als Beispiel, wo es um die Frage geht, wie wir dieses auch im Landesentwicklungsplan verankern. Auch das ist einer der Punkte, die dazugekommen sind. Und man könnte diese Liste noch lange fortführen, aber Sie merken an diesen Punkten, das ist eine schwierige Frage, die viele, viele Facetten hat, wo ich aber davon ausgehe, dass wir im nächsten Jahr das Ganze sagen, auf die Zielgerade bringen. Ich rufe auf die Frage 683, Herr Abgeordneter Tippi. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie fördert sie die Gemeinwesenarbeit in Offenbach-Stadtteilen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, mit Schreiben vom 29. Oktober 2015 hat die Stadt Offenbach am Main die Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen oder Quartieren in Höhe von insgesamt 171.666 Euro für das Jahr 2016 beantragt. Die Förderung nach positivem Bescheid des Antrages begann am 1. Juli 2016, nämlich mit dem Maßgabebeginn, mit 81.666 Euro, also die 50% für das halbe Jahr. Gegenstand der Förderung sind der Aufbau und Ausbau zweier Koordinierungsstellen, zweier strategischer, innovativer sozialer Projekte sowie drei Mikroprojekte. Sie beziehen sich auf die Quartiere Mathildenviertel, Innenstadt, Nordend und Lauterborn. Keine Zusatzfragen mehr? Herr Kollege Tippi, haben Sie noch eine Zusatzfrage? Nicht mehr? Dankeschön. Dann komme ich zur Frage 684, Frau Abgeordnete Schott. Ich frage die Landesregierung, ist mit der Veröffentlichung des Evaluationsberichtes zum KIFÖG im Dezember 2016 noch zu rechnen? Herr Sozialminister. Frau Abgeordnete, ja. Frau Kollegin Schott, bitte. Herr Minister, da Sie den Bericht ja wahrscheinlich schon kennen, da der Dezember ja nicht mehr so sehr lang ist, können Sie uns schon jetzt sagen, ob daraus für die darauf folgende Zeit Veränderungen zu erwarten sind? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Okay, dann warten wir es ab und ich komme zur Frage 600 und
85, Herr Abg. Franz. Das macht die Frau Kollegin Waschke. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wer muss die Einsatzkosten von freiwilligen Feuerwehren oder Berufsfeuerwehren erstatten, wenn z.B. bei Bahnunfällen oder Arbeiten an Windkraftanlagen die oder der Verunfallte tot geborgen wird? Herr Innenminister Beuth. Frau Abgeordnete, wird der oder die Verunfallte tot geborgen, ist für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ein Kostenersatz an die Gemeinde zu leisten. Die Kostentragungspflicht richtet sich nach dem Verursacherprinzip. In Bezug auf die von Ihnen genannten Beispiele bedeutet dies Folgendes. Bei Bahnunfällen hängt die Kostenpflicht davon ab, ob der Tod selbst verschuldet war oder in den Verantwortungsbereich der Bahn fiel. Im erstgenannten Fall richtet sich die Kostenpflicht nach § 61 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 HBKG, wonach kostenpflichtig die Person ist, deren Verhalten die Leistung, das heißt den Einsatz, erforderlich gemacht hat. Dies wäre anstelle der verunfallten Person deren Erben. Im zweitgenannten Fall kommt ein Kostentragungsanspruch gegenüber der Bahn nach § 61 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 HBKG in Betracht, wonach die Eigentümerin oder der Eigentümer einer Sache kostenpflichtig ist. Dies wäre die Bahn AG. Für den Tod infolge von Arbeiten an Windkraftanlagen wäre der Kostenbescheid auf der Grundlage des § 61 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 HBKG an den Betreiber der Windkraftanlage als Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die Anlage zu richten. Das war beantwortet. Dann rufe ich auf die Frage 686, Herr Abg. Rock. Ich rufe noch einmal auf die Frage 686, Herr Abg. Rock. Ich frage die Landesregierung, gilt der § 27 des Hessischen Jugend- und Kindergesetzes Elternbeteiligung, Elternversammlung und Elternbeirat auch für kommunale Betreuungseinrichtungen an Schulen? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Elternbeteiligungsrechte nach § 27 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch HKJGB gelten für Tageseinrichtungen für Kinder. Diese sind nach § 25 HKJGB Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte und altersübergreifende Tageseinrichtungen für Kinder. Wenn es sich bei den kommunalen Betreuungseinrichtungen an Schule um solche Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nach § 25 HKJGB, insbesondere also um Horte handelt, gilt auch der § 27 HKJGB. Davon zu unterscheiden sind die genannten Betreuungsangebote, die der Schulträger nach § 15 Absatz 2 Satz 2 des Hessischen Schulgesetzes an einer bestimmten Schule einrichtet. Die Eltern von Kindern, die diese Schule besuchen, werden insoweit nach § 110 Hessisches Schulgesetz vom Schulelternbeirat vertreten. Das gilt auch für Fragen, die die genannten Betreuungsangebote betreffen, denn sie sind schulische Angebote. Das heißt, selbst wenn eine räumliche Verbundenheit von Kinderbetreuung zu einer Schule besteht, gibt es dort eigene Rechte, die im HKJGB normiert sind. Zusatzfrage, Herr Kollege Rock. Die Frage richtet sich ja an diese Zwittereinrichtung, in der die Kommune der Träger ist, einer Betreuung und nicht der Schulträger der Träger der Betreuung ist. Herr Minister. Noch einmal, wenn es eine Betriebsgenehmigung nach § 25 HKJGB gibt, dann gilt § 27 und damit eine eigenständige Elternvertretung. Kommt auf die Fragestellung der Betriebserlaubnis darauf an. Hoppla. Auf die Frage 687, Herr Kollege Schaus. Ich frage die Landesregierung, ist von ihr beabsichtigt, auch in 2016 oder 2017 eine Gesellschaftsjagd in Hessen zu veranstalten? Frau Staatssekretärin Tappeser.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schaus, die Landesregierung, der Ministerpräsident, die Staatskanzlei oder einzelne Minister hat in 2016 keine entsprechende Jagd veranstaltet. Für das Jahr 2017 und 2018 sind noch keine Entscheidungen getroffen. Dessen ungeachtet wird es weiterhin sogenannte Gesellschaftsjagden geben. Wie Sie sicherlich wissen, gilt gemäß § 18 Absatz 2 des Hessischen Jagdgesetzes eine Jagd dann als Gesellschaftsjagd, wenn sie von mindestens 4 Personen ausgeübt wird und die Jagdausübung aufeinander abgestimmt ist und in einem räumlichen Zusammenhang steht. Im Rahmen der Wahrnehmung des Jagdrechts werden von den Forstämtern regelmäßig derartige Jagden im Staatswald durchgeführt, darunter beispielsweise auch die traditionelle, jährlich stattfindende Hubertusjagd. Zusatzfrage, Herr Kollege Schaus. Frau Staatssekretärin, ist wiederum davon auszugehen, dass, wenn entsprechende Jagden über, ich sag mal, Landesbehörden organisiert werden, dass dann die Unkosten nicht aus dem Verkauf des erlegten Wildes gedeckt werden können? Frau Staatssekretärin. Abgeordneter Schaus, wie Sie wissen, habe ich gerade ausgeführt, dass noch keine entsprechenden Entscheidungen getroffen sind. Was und wovon dann auszugehen ist, lässt sich damit auch nicht beantworten. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe hier ein neues Gerät. Das funktioniert hinten vorne nicht. Aber ich versuche mal. Herr Kollege Rudolf, ich habe alles gefragt, nur nicht Ihren Kommentar abgefragt. Deswegen wollte ich nur festgestellt haben. Spaß beiseite, ich wollte nur feststellen, dass die Frage 688 näher mit Top 31 aufgerufen wird, sodass sie auch für heute als erledigt erklärt werden kann. Damit ist die Fragestunde beendet und ich teile Ihnen nur noch mit, dass bei Ihnen auf Ihren Plätzen eingegangen ist zu Top 10 der dritten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017, Haushaltsgesetz 2017, die Drucksache 19-4291 zu Drucksache 19-4093 zu Drucksache 19-3674, die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN der Drucksache 19-4307, Drucksache 19-4308, Drucksache 19-4309 und die Drucksache 19-4310. Ich gebe das zur Kenntnis.